Hi, hier ist wieder Michaela und wir machen heute zusammen eine Happy Berry Frühstück Smoothie Bowl. Und dabei mixen wir uns einmal quer durch den Vollmari Bärengarten. So, und hier steht schon alles bereit, was wir brauchen für unsere Happy Berry Smoothie Bowl. Natürlich, klar, Berries. Und da haben wir eine schöne Auswahl an Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren, Johannisbeeren auch noch. Und die kommen als allererstes mal in den Mixer. Ich mache nicht alle rein. Heidelbeeren, Himbeeren. Und das Wunderbare an Beeren ist, dass sie aufgrund ihrer intensiven Farbstoffe natürlich sehr viele Antioxidantien haben, unglaublich gesund sind, uns vor freien Radikalen schützen, noch dazu wenig Fruchtzucker haben, also wirklich sehr gesund. Und dann haben wir hier noch die etwas säuerlichen, aber trotzdem sehr leckeren Johannisbeeren. Die können wir ruhig in so einen Mixer mit Stiel geben, ist überhaupt kein Problem. Das mixt ja mit und da stecken auch noch so ein paar gute Stoffe drin. So, damit das Ganze schön nahrhaft wird und wir nicht nur so einen Beerenmix haben, kommen dazu meine geliebten geschälten Hanfsamen. Die geben dem Ganzen noch ein bisschen Proteine und machen die Smoothie Bowl wunderbar nahrhaft. Und dazu gebe ich auch noch ein bisschen Mandelmus. Das gibt nochmal einen ganz lecker cremigen Geschmack und gibt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr Nahrhaftigkeit. So, da ist das Wichtigste schon drin. Jetzt habe ich hier was ganz Besonderes, Kokoswasser. Ihr könnt natürlich auch normales Wasser verwenden oder Hafermilch, Reismilch, all das, oder was ihr gerne an Milch oder Milchersatz mögt. Kokoswasser ist das Besondere, das hat isotonische Eigenschaften, hat so einen leichten Kokosgeschmack und gibt auch noch mal so ein paar Mineralien dazu. So gerade als Frühstücksbowl ist das ganz wunderbar. So. Jetzt habe ich das Wichtigste drin. Der Rest ist da fürs Topping. Doch, ein Spritzer Zitrone machen wir noch mit rein. Ups. Ach ja, und nicht zu vergessen, hier unsere wunderbare Vollmari Zitronenmelisse, weil die gibt auch noch mal ein ganz wunderbares Aroma. So, dann nehmen wir einfach mal so ein paar Blättchen jetzt einfach hier oben ab. Zack, da rein. Und dann geht's los mit dem Mixen. So, fertig gemixt. So, wenn ihr das gerne noch ein bisschen süßer wollt, weil Beeren sind ja nicht ganz so süß, als Frucht an sich könnt ihr sehr gut noch eine Banane zugeben oder eine Dattel, wenn es euch jetzt nicht süß genug ist. Ich finde es schon ausreichend. Durch das Mandelmus gibt es schon auch eine leichte Süße. Jetzt geben wir das hier ganz wunderbar in unsere Bowl. Sieht schon herrlich aus. Mmh, schmeckt auch wunderbar. So, und so sieht es ja schon ein bisschen langweilig aus. Jetzt können wir das noch ganz bunt dekorieren. Wir nehmen einfach noch ein bisschen was von den Beeren, die wir noch haben. Noch ein paar Heidelbeeren, Himbeeren, wunderbare Brombeeren, die setzen wir einfach noch mal so schön dazwischen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Hanfsamen drauf. Was habe ich denn sonst noch hier Schönes? Kokosraspel. Noch ein bisschen dazu. Das ist natürlich jetzt alles nur mal eine Auswahl, das müsst ihr jetzt nicht alles da drauf dekorieren. Kokosflakes sind ganz wunderbar. Dann haben wir noch Haselnüsse, Kakaonips, die wir drüber machen können. Ein paar Haselnüsse machen wir noch. Das sieht, glaube ich, noch ganz schön aus. Hier vorne noch ein paar hin. Und zum Schluss noch mal eine kleine Rispe. Na. Johannisbeeren. Ja, und so sieht das schon mal super lecker und vor allen Dingen auch gesund aus. Und ich denke, das ist echt ein perfekter, sehr energievoller Start in den Tag. Musik.